Na, das geht! Ja. Was fliegt da? Hey, da fliegt was oben! Hast du es gesehen? Da kommt er, da kommt er! Ah! Meinst du den Dreck an der Decke? Da kommt er runter, da kommt er runter. Ah, ein Abo-Button! Oh. Den drücke ich jetzt mal. Ding. Ja! Es wird immer einfallsloser. Es wird echt einfallsloser. Ihr müsst jetzt einfach mal langsam abonnieren, damit wir endlich damit aufhören müssen, diese Witze zu machen. Können ich, wir. Bitte! Okay, wir machen heute was ganz Besonderes. Und zwar haben wir hier noch eine zweite Perspektive. Und wir werden heute gemeinsam ein Rätsel machen. 12 Dinge, die immer sind, eine gute andauer Rätsel. 12 Rätsel, die testen, ob du dich aus gefährlichen Situationen befreien kannst. Safe. Warst du schon mal in einer gefährlichen Situation? Ja, auf Hawaii tatsächlich. Da, wo wir auf dem Spielplatz waren, weißt du noch? Was ist da passiert? Ganz genau. Okay, gut, fangen wir an, oder was? Okay. Weil ich kann das... Und wir werden das jetzt immer so machen. Wir werden uns immer absprechen, was für eine gefährliche Situation, wie wir das machen wollen. Weil da muss man verschiedene Wege nehmen. Keiner von uns kennt die Rätsel. Und wir legen los. Rätsel, die testen, ob du gefährlichen Situationen... Hey Leute, ich bin wieder da mit einem neuen Test. Heute will ich deinen Verstand und deine Überlebensfähigkeiten testen. Versuche, die folgenden 12 Rätsel zu lösen. Das bin ich. Und notiere deine Lösungen. Also es sind insgesamt 12 Rätsel. Kannst du sehen, dementsprechend, welche Lösungen du gefunden hast. Aber ich muss dich warnen, gib dein Bestes. Okay. Sonst tappst du in die Fallen. Viel Glück. Hast du sowas, hast du sowas schon mal gemacht? Also der wird jetzt gleich immer ein Rätsel vorlesen. Okay. Und dann wird er dir verschiedene Sorten geben, was du auswählen kannst. Und jeder von uns muss eins auswählen. Okay. Und der zeigt dann am Ende, wer stirbt. Okay, gut. Go. Das Problem im Dschungel. Problem im Dschungel. Du reist ganz allein durch den Dschungel. Am Morgen entdeckst du, dass du fast kein Wasser mehr hast. Oh. Du kannst Wasser aus einer der 4 Quellen bekommen. Okay. Einem saftigen Kaktus, einem Teich mit salzigem Meerwasser, oh nein, einem klaren, stillen See oder einem schlammigen Bach. Aus welcher Wasserquelle wirst du deine Filterwasserflasche füllen? 10 Sekunden bis zur Entscheidung. Ich nehme den Bach. Ich nehme auch den Bach. Warum nimmst du den Bach? Weil der eine Filterflasche hat. Ja, er hat eine Filterflasche und ich glaube, der Bach bewegt sich, deswegen ist dort das Wasser besser, weil es sich die ganze Zeit bewegt. Die meisten Kakteen sind giftig und anstatt den Durst zu stillen, ja, einen Kaktus, den nimmt ja eigentlich niemand, oder? Salzhaltiges Meerwasser wird dich austrocknen. Ja, Alter. Das stehende Wasser im See ist voll mit Bakterien. Siehst du, ist ziemlich gefährlich. Ja, okay. Ich hätte jetzt gesagt, deshalb Bach. Ist der schlammige Bach. Okay, wir haben beide. Ich hätte Bach gesagt, weil es halt einfach, weil er gesagt hat, dass er so eine Filterflasche hat und sowas. Ja, und es bewegt Nummer sich 2. Ein Verkehrsunfall. Oh nein. Ein Lastwagen, ein Mann auf einem Pferd und ein Motorrad waren an der Ampel auf grün. Okay. Plötzlich rutscht dem LKW-Fahrer das Handy aus der Hand auf die Hupe. Das laute Geräusch macht dem Pferd Angst und es beißt dem Motorradfahrer ins Ohr. Schockiert und unter Schmerzen gibt der Mann unbeabsichtigt Gas und verursacht einen Unfall. Oh. Aber wer hat tatsächlich das Gesetz gebrochen? Juckt den halt gar nicht. Du hast 10 Sekunden, um es herauszufinden. Wer hat das Gesetz gebrochen? Ey, ich glaube den... Ich glaube das Pferd. Ich glaube das Auto, was in den Typen reingefahren ist. Das blaue Auto. Du sagst das Pferd? Ich hätte jetzt das Pferd gesagt. Das ist der Motorradfahrer. Oh, weil er das? Der Fahrt keinen Helm getragen. Er hat keinen Helm. Er hat keinen Helm getragen? Nummer 3. Die Flucht aus dem Wald. Ach, schon gut. Oh, Mann. Du hast dich in einem Gebiet verlaufen. Es wird dunkel und sehr bald werden wilde Tiere nach dir jagen. Es gibt 4 Wege und du kannst einen wählen. Nach Norden, Süden, Westen und Osten. Aber der Nordpfad führt dich zu einem supermassiven schwarzen Loch, das dich verschlingen wird. Die Südstraße führt durch einen See voll riesiger Walhaie. Okay. Wenn du den Weg nach Westen wählst, kommst du zum Rand eines riesigen Lochs im Boden, oh Mann, das du nicht mit einem Seil überqueren kannst. Mit einem Seil kann man es überqueren. Und der Ostpfad führt dich zu einem himmelhohen Berg, der nicht zu besteigen ist. Du hast 10 Sekunden Zeit, um dir einen Weg auszusuchen. Hey, das Einzige, also das schwarze Loch bringt dich hundertprozentig um. Naja, das Einzige, was gehen würde, ist Seil und das da. Ich glaube, ich nehme Hai. Ich nehme die Seile. Aber das Seil wird verbrennen da drin. Ich nehme den Hai. Berg. Ich nehme einfach den Berg. Ich sag Haie. Du solltest der Südstraße folgen. Bam! Haie sind keine Gefahr für den Menschen. Bam! Du kannst wusste das nicht, aber ich habe mir schon irgendwie gedacht. Schwimmen. Was? Haie sind gar keine Gefahr Nummer für den 4. Menschen? Nee, die Gefahr Walhaie. Von einem Psychopathen. Ein Psychopath hat dich erwischt und lässt dich wählen, wo du die nächsten 3 Wochen alleine bleiben musst. Oh Mann, wenn du es was schaffst, ist das für ein Psychopath? Wird er dich freilassen. Er gibt dir 3 Möglichkeiten. Oh Mann. Eine Wüste voller Kakteen,
Ein sonniges Feld mit Blumen, einer Banane und einem Glas Wasser und einen Strand unter stürmischem Himmel, umgeben von scharfen Klippen und hohen Wellen. Hä? Wo hast du bessere Überlebenschancen? Ja. Ich nehme den Strand. Ich hätte auch den Strand genommen. Aber warum ist da in der Mitte einfach so ein richtig schöner Ort mit Wasser und Banane? Ich nehme die Mitte dann einfach. Nimmst du die Mitte? Ich nehme einfach die Mitte. In einer Wüste gibt es kein Wasser. Ja. Und du wirst nicht lange durchhalten. Okay. Eine Banane und ein Glas Wasser werden dir wohl auch kaum helfen, 3 Wochen lang zu überleben. Ja, gut, das war, ich habe auch erst den Strand gesagt, aber so. Ja, aber das ergibt ja auch Sinn. Ja, eigentlich. Ja, klar, das ergibt echt. Du wolltest einfach nur was anderes nehmen. Ja, ich wollte was anderes nehmen. Ehre. Ich wollte was anderes Nummer 5, nehmen, wirklich. Ein gruseliges Schloss. Eines Nachts bist du in einem alten, gruseligen Schloss. Du hörst jemanden hinter dich jagen und du rennst immer schneller. Das passiert mir auch jeden Dienstagabend. Das ist echt so. Als sich deine Augen an die dunkle Natürlich, Wand haben, drei Türen. Siehst du drei Türen in der Wand. Aber hinter jeder Tür befinden sich schreckliche Kreaturen. Oh Mann. Hinter der ersten Tür warten Zombies. Werwölfe sind hinter der zweiten. Und wenn du die dritte Tür öffnest, kommen blutrünstige Vampire auf dich zu. Welche Tür solltest du öffnen, um eine Überlebenschance zu haben? Hä? Das bringt dich doch Mitte. Alles um. Nimmst du Werwolf? Ich nehm Werwolf. Ich nehm die Zombies, weil vielleicht sind die Zombies langsam. Weil so ein Vampir bringt dich safe um, da kannst du da Fledermaus. Ich sag die Mitte. Dann kommen wir durch die zweite Tür. Aktuell ist zunehmender Mond und Werwölfe verwandeln sich nur während des Vollmondes. Ich dachte mir das auch schon, ich hab nicht mal richtig zugehört. Oh Mann! Nummer 6. Wegen ein dem Vollmond. Du wurdest entführt und von einem verrückten Professor in einem Keller eingesperrt. Aber der Keller hat 3 Türen und eine davon führt in die Freiheit. Der Professor geht und du kannst die Türen nacheinander öffnen. Okay. Hinter der ersten Tür befindet sich ein dichter Dschungel voll mit tötenden Kreaturen. Hinter der zweiten Tür... Was ist das für eine Werbung, Alter? Das Spiel habe ich mal gespielt. Das hast du mal gespielt? Ja. Gibt es einen gigantischen, feuerspeienden Dino, der dich lebendig verbrennen wird. Und warte mal, es hat noch feuerspeiende nie, Dino? Es hat noch nie feuerspeiende Dinos gegeben. Ich glaube, das ist der Witz. Siehst du einen See aus Eiswasser, auf dem alles in wenigen Sekunden einfriert? Ja, dann die Mitte. Mitte, ich nehme auch mit. Bitte. So feuerspeiende Dinos. Er sagt jetzt locker, es gibt gar keine Feuerspeiende. Oh, ihr hättet in den Dschungel gehen sollen, da ist ein Bett oder sowas. Geh durch die zweite Tür. Dinosaurier können kein Feuer speien. Ja! Das Dachbodenmysterium. Das Dachbodenmysterium. Mark und James spielten auf dem Dachboden, wo es dunkel und schmutzig war. Aber als sie dann wieder unten waren, war nur noch Marks Gesicht mit Staub bedeckt. James' Gesicht war sauber. Hä? Warum hat sich nur James das Gesicht gewaschen? Du hast 10 Sekunden Zeit, um das herauszufinden. Hä? Warte mal, ich habe gar nicht mehr. Die sind doch gerade runtergefallen. Warum? Das ergibt gar keinen Sinn. Die sind doch gerade runtergefallen. Warte, lass mal noch mal kurz zurückgehen. Das Dachbodenmysterium. Mark und James spielten auf dem Dachboden, wo es dunkel und schmutzig war. Aber als sie dann wieder unten waren, war nur noch Marks Gesicht mit Staub bedeckt. Hä? James' Gesicht war sauber. Warum hat sich nur James das Gesicht gewaschen? Du hast 10 Sekunden Zeit. Der hat doch gar keine Zeit, sich das Gesicht zu waschen, weil der doch gerade eben runtergefallen ist. Wieso, dass ich denn das Gesicht wasche? Ich check's nicht. Ich sage, der hat so sich so Seife, so Absorbierspray drauf gemacht. Keine Ahnung. James sah zuerst Marks Gesicht und sah, dass auch er schmutzig war. Kurz danach sah Mark James an, dessen Gesicht sauber war. Also dachte Mark, dass er genauso sauber sei. Nummer 8. Eine Schatzsuche. Ein Schatzsucher... Ach so. Der eine hat den anderen angeguckt und hat gesehen, und hat der ist gesehen, dreckig. Der ist dreckig und hat er auch gedacht, dass er... Und der dreckig war, hat gedacht, er ist sauber, weil der andere... Weil der andere sauber war. So sieht das also aus. Okay, weiter geht's. Wie soll man denn da drauf kommen? Keine Ahnung. Aber jetzt kommt eine Schatzsuche. Go. Nummer 8. Eine Schatzsuche. Ein Schatzsucher hat sich im englischen Forest verirrt. Im Forest. Nachdem er einige Zeit durch den Wald gelaufen war, entdeckte er eine Kreuzung mit einem großen Stein in der Mitte. Auf diesem Stein war eine Nachricht. Okay. Darauf stand 4 plus NO5. Der Mann wusste, dass diese Nachricht die Richtung zum Schatz zeigen musste. Aber sie war kompliziert verschlüsselt. Kannst du dem Schatzsucher helfen, den Code zu entschlüsseln? Nee, Mann, tut mir leid. Kann ich, ich kann das nicht. Ich kann dir gar nicht. Nordosten 405. Vielleicht irgendwas mit Nordosten. 405? Keine Ahnung.
Der Mann sollte die Nachricht umdrehen. Dann steht da South. Also im Süden ist der Schatz. Nee. Ich hab's mir schon gedacht, aber keine Ahnung. Alter. Nummer 9. Flucht aus einem verschlossenen Haus. Einfach South. Oh mein Gott. Du wurdest entführt und in einem Steinhaus eingesperrt. Es gibt aber 4 Türen. Ja! Nicht mehr drei. Aber hinter der ersten Tür ist es extrem kalt. Und wenn du dich für diesen Weg entscheidest, wirst du in Sekundenschnelle ein Eisblock. Die zweite Tür führt in einen Wassertank, wo hungrige Haie rumschwimmen. Das wird bestimmt wieder die Haie sein, hinter weil die hier nicht Tür gefährlich sind. Scheint die Sonne so stark, dass sie alles sofort verbrennt. Mhm, okay. Und der Raum hinter der vierten Tür ist mit giftigem Gas gefüllt und du würdest ersticken. Ja, das ist nicht korrekt. Gibt es einen Ausweg? Du hast 10 Sekunden Zeit, um es herauszufinden. Wie kann er entkommen? Ja, Haie. Es sind dann Haie. Die Haie. Weil die Haie, die greifen doch gar keine Menschen an. Doch, das tun sie. Vertraut keinem Hai. Ich sag Hai. Hai oder Sonne? Sonne kann man auch ein bisschen durchlaufen. Warte bis zum Abend, wenn die Sonne untergeht. Und du hast Haie genommen, ich habe Sonne genommen. Nummer 10. In eine Grube gefallen. Eines Tages wurde John von einem Verrückten geschnappt und in eine 6 Meter tiefe Grube geworfen. Der Wahnsinnige sagte ihm, dass sich die Grube in 5 Minuten mit Wasser füllen würde. Oh Mann, voll schlimm. John war entsetzt, weil er nicht schwimmen konnte. Er sah sich um und entdeckte am Boden der Grube ein 1,8 Meter langes Seil, ein 1,2 Meter hohes Holzfass und einen 0,9 Meter hohen Metallsafe. John selbst war 1,80 Meter groß. Wie könnte er diese Objekte benutzen, um lebend aus der Grube zu entkommen? Du hast 10 Sekunden, um dem armen Mann zu helfen. Er stellt sich auf den Tresor, dann aufs Fass und dann... Nein, er nimmt den Tresor... Warte. Lass nicht die Lösung. Okay, lass wirklich überlegen. Das Ding ist 6 Meter hoch. Das heißt also, wenn er sich alleine auf das Holzfass draufstellt... Ist er schon bei 3 Metern. 4,80 Meter plus... Ich wette mit dir, das ist bestimmt simpler. Ja. Ich weiß, das hat gar nichts damit zu tun. Er hat am Anfang gesagt, das wird mit Wasser geschwemmt. Also es ist scheißegal. Der setzt sich in das Fass rein und schwimmt einfach hoch. Ja, das war's. John sollte sich an dem Fass festhalten, wenn das Wasser zu steigen beginnt. Ha. Das wird ihm helfen, über Wasser zu bleiben und ihn an die Oberfläche zu tragen. Ich hab mir das schon gedacht. 11, ein Kaffeediebstahl. Sieh dir dieses Bild an. 10 Minuten vor der Aufnahme hatte jemand von diesem Foto das ganze Geld aus dem Café am Strand gestohlen. All diese Leute behaupten aber, dass keiner von ihnen das Café in den letzten 10 Minuten besucht hat. Hä, wer hat das gestohlen? Wer ist der Dieb? Wer ist der Dieb? Der Typ mit dem Goldfisch. Weil der da so eine Tasche hat hinten. Was? Der Dieb ist der Mann mit dem Eis. Warum? Wenn er es vor mehr als 10 Minuten gekauft hätte, wäre es bereits geschmolzen. Oder der Mann hätte es schon gegessen. Nein! Das sind ja auch so. Nummer 12. Ein Gefängnisausbruch. Matt entkam aus dem Gefängnis, indem er einen langen Tunnel im Boden unter seiner Zelle grub. Er war 3 Stunden lang durch den unterirdischen Tunnel gekrabbelt, als er sah, dass sich der Haupttunnel in 3 kleinere teilte. Was? 3 Wege? Aber der erste stand in Flammen. Und der zweite Tunnel war die Heimat von giftigen Schlangen. Der dritte Tunnel wurde mit Sprengstoff bestückt. Warum? Wie kann Matt entkommen? Einfach in die Luft sprengen. Hä? Ich würde einfach... Einfach das Ding in die Luft sprengen. Sprengstoff bedeutet ja nicht sofort, dass der dort explodieren wird. Deswegen nehme ich Sprengstoff. Ich nehme auch Sprengstoff. Sprengstoff ist das Easyste. Matt sollte sich für den ersten Tunnel entscheiden. Er kann durch ihn hindurchgehen, nachdem er das Feuer mit Sand gelöscht hat. Und nun zum Teil der... Aber Matt hätte auch die Schlangen nehmen können und aus den Origami machen können. Oder hätte er die wegschmeißen können. Ist doch auch dasselbe. Ich mach das Feuer einfach aus. Er hätte auch jede einzelne Bombe theoretischerweise entschärfen können. Ist echt so. Mit seinem Bombenentschärfungskit, was er dabei hat. Zufälligerweise hat ihm das seine Oma geschenkt und sagt zu Weihnachten. Zu Ostweihnachten. Oder Ostern. Das hier ist die richtige Frage. Okay. Jetzt kommen wir zum Ergebnis, Leute. Guck mal, mein Kopf, wie groß er ist. Guck mal, wie klein meiner ist. Was für ein Ergebnis? Also, keine Ahnung. Hier stehen die Punkte von uns beiden. Wie viele Punkte wir haben, keine Ahnung, wie viele Punkte das sind. Aber ihr könnt uns gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ob ihr alles wusstet. Genau, schreibt uns auch in die Kommentare, ob ihr schon abonniert habt. Und ob ihr auf Instagram und auf Twitter und auf TikTok und auf allem drum und dran schon vorbeigesehen habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Haut rein. Und ciao. Tüdelü. Ciao.